Herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge von den Fallsanders. Um Ihnen die Wartezeit bis zur nächsten Folge etwas zu verkürzen, haben wir uns entschlossen, Ihnen unsere Ausrüstung etwas näher zu bringen. Wir wünschen viel Spaß. So, wie Sie sehen Sie zurzeit nicht viel. Denn dies ist nun unsere Kamera, die für die Nachtsicht zuständig ist. Sie ist noch eine zwar der etwas älteren Sorte, aber eine Kamera günstig zu finden, die Nachtsicht hat, ist schwer. So, und so sieht es nun aus, wenn die Nachtsicht aktiviert ist. So, da ist es nun, das Gespann für unsere Nachtsichtaufnahmen. Unsere Videokamera und im Vordergrund sehen Sie dann auch noch unseren zusätzlichen Infrarot-Scheinwerfer, der uns ermöglicht, auch Nachtsichtaufnahme auf weitere Strecken zu machen. Diese Kamera ist zwar noch, wie schon vorher schon erwähnt, etwas älteren Baujahrs, aber immer noch perfekt für unsere Nachtsichtaufnahmen. So, und nun sehen Sie auch hier unsere Hauptkamera. Diese sorgt nicht nur hier bei den Studioaufnahmen für glasklare Bilder, sondern auch vor Ort. Um diese auch bei dunklen Bereichen einsetzen zu können, hat diese auch von uns noch einen extra Scheinwerfer dazu bekommen. Dies ist unser EMF-Gerät. Dieses misst die elektromagnetische Strahlung, die von Geistern ausgesendet werden. Leider hat dieses Gerät einen entsprechenden Nachteil. Denn es kann leider nicht in Bereichen betrieben werden, in denen es Strom oder andere elektrische Geräte gibt, da diese ebenfalls eine elektromagnetische Ausstrahlung besitzen. Dies ist unser digitales Diktiergerät. Dieses Gerät hat die Aufgabe, die EVPs, die wir während den Ermittlungen erhalten, aufzunehmen. Leider können wir hier die Antworten, die wir darauf bekommen, erst bei der Auswertung auswerten. Deshalb auch keine direkten Antworten auf die Reaktionen, die auf dem Gerät sind, geben können. Als nächstes wichtiges Gerät haben wir hier unseren Laptop. Auf diesem sind Programme installiert, die Geräusche oder Wörter bilden, die bzw. aus denen die Geister ihre eigene Stimme erstellen können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Afterlight-Box gerade aktiviert, aber wir nutzen auch zum Beispiel hier auch noch die Quantum-Box. Wie jetzt hier dargestellt. Hier machen wir mal ganz kurz mal frei, damit Sie die Geräusche hören können. Wie gesagt, aus den Worten, die hier Englisch sind, erstellen die Präsenzen dann später noch ihre Stimme. Dieses Gerät funktioniert so ähnlich wie eine Spiritbox. Das war sie nun, unsere kleine Vorstellung unserer Geräte. Natürlich haben wir noch ein paar kleine Geräte, wie zum Beispiel ein paar Stative, Funkgeräte, Powerbanks zur Energieversorgung und so weiter und so weiter. Diese wollen wir jetzt aber nicht im Einzelnen vorstellen. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben zu unseren Geräten oder noch etwas erklärt haben möchten, wenden Sie sich an die unten eingeblendeten Adressen. Und ansonsten
sage ich noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen, bis demnächst.